So, die Stadt erwacht, wie es scheint. Und ich schau mal beim Alchemisten vorbei, der hier irgendwo genau sein sollte. Man muss halt sehen. Dummerweise noch nicht offen. Verdammt. Verdammt noch eins. Auf was wartest du hier? Auf wen wartest du denn hier? Ich glaube, ich bin zu früh unterwegs, wie es aussieht. Hallo? Schreitet wohl. Schreitet auch ihr wohl. Wann machen denn hier die Geschäfte auf? Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophieschund, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für alles. Tja, lesen ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Allerdings habe ich es auch nicht so mit dem Lesen, deswegen. Doch manchmal, wenn mich etwas interessiert, dann lese ich doch ganz gerne etwas, zum Beispiel über diese Welt oder über mein Fieber. Die Statuen, ob sie irgendjemanden darstellen, irgendeine Geschichte, sich damit verbindet? Was ist das für eine Notiz? Moment. Ich sollte bei der Bank vorbeischauen, um dieses Haus zu erwerben. Jo, es sieht nicht aus, als ob ich mir das leisten könnte. Wahrhaftig nicht. Wahrhaftig nicht. Ja dann schaue ich mal, obwohl ich könnte ja mal bei der Bank vorbeischauen. Gibt es eine Bank hier? Ich werde mich mal durchfragen. So, das ist also hier die Bank. Naja, habe ich so viel Geld habe ich gar nicht um hier. Hallo? Ist hier irgendjemand, der bedient? Messer? Anscheinend nicht. Hallo? Scheint auch noch zu früh zu sein. Ich bin zu früh unterwegs. Dann warte ich mal einen Moment. Na dann. Moment. Da naja, ist ja jemand gekommen. Wann muss man sich halt einfach damit abfinden? Mit was? Mit was, bitteschön. So. Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Ja, das mit dem Eigenheim ist richtig. Aber was ist ein Goldfach? Ein Konto. Euer eigener Tresor in unserem Hause, den wir in eurem Namen verwalten. Wir führen akkurat Buch über eure Einnahmen und Ausgaben. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Hört sich super an. Wie kann sich denn das Gold von selbst vermehren? Das blicke ich noch nicht durch. Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Traumhaft. Traumhaft. Und dieses Geld, das zahlt ihr dann aus eigener Tasche. Wie macht ihr hier Profit? Nun, das...
Das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Hm. Naja, von mir aus. Aber, um ehrlich zu sein, würde ich doch gerne wissen, was ihr mit meinem Gold tut, bevor ich es euch anvertraue. Na, na schön. Was? Wir treiben damit Handel. Ihr handelt mit dem Geld eurer Kunden, richtig? Wir investieren in vielversprechende Expeditionen oder Handelsrouten zum Beispiel. Und von den Gewinnen, die diese Geschäfte abwerfen, bezahlen wir eure Zinsen und unsere Angestellten. Und jetzt schaut mich nicht so an. Von irgendetwas müssen wir ja auch leben. Das ist richtig. Und ich muss mal weiter nachbohren. Was passiert mit meinem Geld, wenn sich diese Investition zum Beispiel als Fehlinvestition herausstellt? Was dann? Was passiert mit meinem Geld? Banken machen keine Fehlentscheidungen. Ach so. Haben euch das eure Eltern nicht beigebracht? Entschuldigung. Und jetzt genug der unnötigen Fragen und ja, zurück zum Geschäft. Ja. Wollt ihr nun ein Goldfach eröffnen oder nicht? Ja, doch. Gerne. Sehr gut. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Hm. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Ja, dann. Dann hier 100 Groschen. Sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Das ist nett. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen. Moment, was? Beteiligungsscheine? Was ist denn das schon wieder? Na, Anteile an etwas eben. Einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Mhm. Aber ihr scheint kein Mann der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Ein Mann der Münze. Okay, na gut. Ich würde noch gern was in meinem Goldfach einzahlen. Natürlich. Gut, ja dann. Habe ich, glaube ich, hallo, genug eingezahlt. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Dann habe ich noch 500 Goldstücke. Das reicht mir erstmal. Und ich habe einen kleinen, sicheren Vorrat. Wo ist der Tresor? Wie komme ich da hin? Ist es hier? Kann ich hier auf mein... Ist das mein Bankschließfach? Nicht wirklich. Welches Bankschließfach habe ich denn? Das gibt es hier. Alles frisch von der Bauernküste. Ja, dann hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich mein Schließfach gefunden. So, jetzt, wie sieht's eigentlich aus? Es scheint hier doch jetzt einiges hier zu geben. Hallo? Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Ich schaue mich mal um. Wie läuft denn so das Geschäft? Ach, wie nett von euch zu fragen. Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kile und Kyra machen es natürlich schwerer, an Ware zu kommen. Aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Auf Kyra ist Krieg. Besser als früher auf jeden Fall. Was war denn früher? Ihr seid neugierig, wisst ihr das? Richtig. Aber schön, ich bin in Plauderstimmung. Ich bin neu hier. Wieso also nicht? Ich war Vagabundin, wie man so schön sagt. Mhm. Reisende Arkanistin. Klingt aufregend und ist es auch irgendwo, aber natürlich aber nicht gerade komfortabel. Ja. Und wie kam es dazu? Ach, eine lange Geschichte. Wisst ihr, ich bin in einem Dorf in der Wüste aufgewachsen. Eigentlich ging es mir ziemlich gut dort, aber als ich meine Magiebegabung entdeckt hatte... Naja, sagen wir es so,
Es hat die Art und Weise geändert, wie die Leute mich behandelt haben. Selbst meine Eltern. Das war vermutlich auch einer der Gründe, warum ich, nachdem ich den Gang zum Wasser abgelegt habe, nicht mehr in mein Dorf zurückgekehrt bin. Ich wollte etwas von der Welt sehen, also habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin gereist. Etwas waghalsig, ja, aber damals war mir das egal. Die Leute in eurem Dorf haben euch anders behandelt. Behandeln mich die Leute hier? Nun ja, die behandeln mich schon anders, weil ich Fremdländer bin. Wie meint ihr das eigentlich? Naja, ich wurde jetzt nicht direkt angefeindet, aber es waren einfach Kleinigkeiten. Blicke, Tuscheleien hinter meinem Rücken, das lastet auf Dauer ziemlich auf einem. Aber wisst ihr, ich kann es ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen. Gerade in den Dörfern ist doch Magiebegabung immer im selben Atemzug mit Wildmagie, Orbayas und niedergebrannten Dörfern zu hören. Und dann bin da plötzlich ich, ein Mensch, den sie kennen und kann plötzlich Dinge tun und das, obwohl ich nicht einmal eine Eterna bin. Wie sollte das in ihr Weltbild passen? Verstehe ich. Sie können es ja fast nicht besser wissen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich wirklich. Klingt hart? Naja, es hat mich stärker gemacht. So ist die Welt eben. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Wollt ihr etwas kaufen? Ja, richtig. Zeigt mir mal euer Angebot. Aber immer doch. Schreitet wohl. Schreitet auch ihr wohl. Und danke für den Verkauf meiner restlichen Waren. Oder meiner restlichen Gegenstände. Dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Ja, ich würde aber gerne nicht hier. Ich habe jetzt doch einiges an Gold. Ich würde dieses Gold doch gerne investieren. Datteln, Äpfel, Orangen, nur das Beste aus einem. Eine Schneiderei? In eine anständige Alchemiebude, nicht hier am Markt, oder? Huch. Das ist ja mein Eingang. Muss man aufpassen, dass man nicht gleich stolpert. Und Schneider. Hallo? Kundschaft? Kundschaft? Ah, hier. Schreitet wohl. Na, was habt ihr im Angebot? Alles, was das Herz begehrt. Seht selbst. Oh. Sieht nett aus. Dieses Stöffchen werde ich mir doch mal zulegen, damit ich hier vielleicht ein bisschen angesehener werde. Kommt wieder. Ja, gerne, vielleicht. So, dann werde ich einmal. Obst, frisches Obst. Dann werde ich einmal zum Adelsviertel schreiten. Apropos Adelsviertel. Nur gut, dass es diese Wegweise hier gibt. Obwohl, ich werde mich dann mit der Zeit hier doch recht gut auskennen. Ja, wenn ich dran denke, dass ich dann schon wieder in die Natur hinaus muss. Na, das ist gar nichts für mich. Wo war jetzt nochmal? Irgendwo in der Nähe der Taverne. Hier. Schreitet wohl. So, dann schauen wir mal, ob sie jetzt auf hat oder er, wer auch immer, hier drin ist. Ich verstehe euren Aufruhr, Madame. Aber dennoch, derzeit kann der Orden keinen einzigen Hüter für die Suche nach einem wegelosen Ketzer entbehren, richtig? Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint. Wisst ihr was? Ihr solltet euch schämen, allesamt. Als ich jung war, hat es noch etwas bedeutet, Hüter oder Hüterin zu sein. Aber ich schätze, diese Zeiten sind vorbei. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ha! Hallo? Ihr, Kundschaft?
Sie scheint wütend zu sein. Entschuldigt bitte. Ich habe gerade die Auseinandersetzung hier mitbekommen. Beschäftigt euch was? Ach, ob mich etwas beschäftigt? Lass mich mal nachdenken. Ja, nämlich, dass sich der Heilige Orden, seit dieser Arantheal wieder die Zügel in der Hand hält, mehr für irgendwelche pyräischen Ruinen interessiert als die Bürger dieser Stadt. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Was? Ach, egal, ich muss weiter. Nein, nein, wartet, vielleicht kann ich ja helfen. Ich bin viel unterwegs, denke ich. Ach was. Nein. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber das wäre zu gefährlich. Das wäre eine Mission für einen Hüter gewesen, aber die sind ja zu beschäftigt damit, ihre Rüstungen zu polieren. Ja, aber glaubt mir, ich kann gut schleichen. Ach je. Na schön, wer bin ich, eine helfende Hand zu sabotieren? Ich vermisse jemanden. Und das nicht im übertragenen Sinne. Meinen Sohn, meinen einzigen. Was ist geschehen? Es ist kompliziert. Ist euch die Bruderschaft der Chor ein Begriff? Nein, nicht direkt. Verstehe. Dann seid ihr wohl noch nicht so lange in dieser Stadt. Die Bruderschaft der Chor waren Wegelose. Ketzer würde der Orden sie nennen. Sie dementierten die Göttlichkeit der Lichtgeborenen und beteten stattdessen zu irgendeiner barbarischen Gottheit namens Chor. Am Anfang hat man sie verspottet, aber dank ihres Anführers und dessen Talent, verirrte Seelen mit seiner Ideologie zu verpesten, konventierten immer mehr und mehr Arker, gerade Oberstädter, zu dem Kult. Unter anderem mein Sohn, Rukas. Ich weiß nicht, wo ich als Mutter versagt habe. Viermal die Woche bin ich mit ihm als jungen Burschen zur Messe gegangen und habe ihn stets von schädlichen Einflüssen ferngehalten. Mädchen, Jungen, ihr versteht schon. Aber scheinbar war das nicht genug. Er war einer der Ersten, die konvertiert sind und dieses alberne Gelübde abgelegt hat. Und dabei ist er noch keine 20 Winter alt. In manchen Belangen ist man als Älter wohl einfach machtlos. Tja, ich sag's mal so. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber manchmal ist das Überfürsorgliche gerade das, was den anderen gegen euch auflehnen lässt. Hier insbesondere euren Sohn. Was für ein Gelübde hat er denn abgelegt? Ein Schweigegelübde. Und jetzt fragt mich nicht nach dem Warum. Es hat irgendetwas damit zu tun, dass die Chor wohl glauben, dass Sprache den Verstand verdirbt. Irgendein wegeloser Unfug eben. Sprache verdirbt den Verstand. Nun, dem kann ich, glaube ich, nicht zustimmen. Wo ist denn dieser Chor jetzt? Und es ist das erste Mal, dass ich von so einem Kult überhaupt höre. Ja, weil der Orden sie, Malfas sei Dank, vor einer Weile aus Ark verbannte. Aha. Traf sich aber scheinbar ohnehin ganz gut, weil irgendeine ihrer Seherinnen wohl kurz davor eine Vision hatte von irgendeiner Insel im Roten Meer bei Dünenheim. Tja, und da sind sie hingegangen und haben eine kleine Siedlung dort gebaut, vor jetzt gut 5 Wintern. Rukas mit ihnen. Und seither habt ihr also nichts mehr von ihm gehört? Nein, nichts. Aber natürlich wollte ich wissen, wie es um ihn bestellt ist, und deshalb habe ich jeden Mond einmal einen Myradenwärter bezahlt, die Insel zu überfliegen und sozusagen nach dem Rechten zu sehen. Und jetzt kommen wir auch dem Ursprung meiner Sorge näher. Seit 3 Wochen ist die Insel wie ausgestorben. Kein Lebenszeichen mehr. Apropos, mit so einem Greif oder was das war, so einem Vogel, würde ich natürlich gerne auch mal fliegen. So, und ja, und deshalb wolltet ihr also, dass der Orden nach dem Rechten sieht, richtig? Na gut, wenn ich die Zeit erübrigen kann, werde ich mir die Insel zumindest mal anschauen. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Und wenn ihr Rukas findet, soll das nicht zu eurem Nachteil sein. Darauf habt ihr mein Wort. Ich kann euch nichts versprechen. Ich meine,
Ich will doch einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Ja, das verstehe ich. Regellosigkeit hin oder her. Er ist mein Sohn. Ja, ja. Naja. Sprecht am besten mit dem Myradenwärter im Südviertel. Er kann euch sicherlich in der Nähe des Dorfes absetzen. Im Südviertel. Ich werde in meinem Laden sein. Gut. Was anderes. Ich gehe mal wieder vor den Tresen. Ich hätte gerne... Ja? Wart ihr schon auf der Insel? Ich war doch noch nicht mal aus dem Haus hier raus. Zeigt mir mal bitte eure Waren. Ja, selbstverständlich. So, ich kaufe mal noch ein bisschen von diesem fiebersenkenden Mittel hier. Das war gar nicht so schlecht. So, dann danke für das Ambrosia. Nun bin ich komplett wieder... Wart ihr schon auf der Insel? Ja, ist... Also, ich bitte euch. Ja, jetzt bin ich wieder ausgebrannt. Natürlich habe ich noch ein paar Groschen, aber die möchte ich als Reserve in der Bank lassen. Habe ich jetzt einiges gekauft hier. Ich bin der Meinung, ich schaue jetzt mal nach dieser... Ja, muss ich mal auf der Karte schauen, ne? Ich schaue jetzt mal wirklich nach dieser Frau. Bei den Ruinen? Eine Arkanistin, oder? Aber zuerst mal muss ich noch mal ins Wirtshaus und meine Sachen holen. Jesper. Ja, er sagte ja, hier ist er. Hey, du bist gekommen. Komm, setz dich. Jo, gerne. Und? Wie kommst du zurecht? Muss schon ein komisches Gefühl für dich sein. Gerade noch Flüchtling auf der Suche nach einem besseren Leben. Und ehe du dich versiehst, läufst du mit einer Magiebegabung durch die Gegend, die selbst einen alten Magier wie Funkenschlag stutzig macht. Du sprichst mir aus der Seele, du sprichst mir aus der Seele, aber langsam gewöhne ich mich an die Welt hier. Nur an diesen, ich sag's mal, beinahe Kult, ich weiß es nicht. Ich sag ganz ehrlich, ich versuche das Ganze erstmal zu begreifen. Du schlägst dich auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das mit dir weiterentwickelt. Aber erzähl mal. Was hältst du von diesem Land, jetzt wo du ein bisschen Zeit hier verbracht hast? Ich stelle es mir als ziemliche Umstellung im Vergleich zu Nerim vor. Ist es. Ist es wirklich. Und eine Menge passiert. Na dann lass mal hören. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, genau das ist auch der Grund, dass ich Tavernen so gern mag. Draußen kann passieren, was will. Hier drinnen stößt man immer auf Gelächter und gute Stimmung. Von all den schönen Männern und Frauen ganz zu schweigen. Männern? Männern? Aber ein paar der Damen sind hier wirklich recht ansehnlich. In der Tat. Wobei ich mich an Enderal mittlerweile auch schon fast wieder satt gesehen habe. Morgen läuft ein Schiff nach Kile aus. Und so wie es aussieht, wird es das letzte für eine lange Zeit sein. Mal sehen. Vielleicht haben sie noch einen Platz frei. Echt? Du willst gehen? Dann würde ich einen Freund verlieren hier auf Enderal.
Braucht dich denn der Orden nicht, gerade jetzt? Naja, das war ja ohnehin alles mehr Zufall als gewollt. Der Orden brauchte jemanden mit Diskretion und Talent. Ich war im Lande. Fertig. Herrje, ich als Gesandter des Heiligen Ordens. Kannst du dir das vorstellen? Haltet ein, Holdemaid! Befreit euch der Gewandung, auf dass wir gemeinsam in Malfas heiligem Licht baden können. Eigentlich gar nicht so übel, oder? Außer das mit diesem Malfas Licht. Stimmt. Sehr, sehr überzeugend. Sehr überzeugend. Aber eins muss ich sagen. Hier, das scheint doch alles den Bach runterzugehen. Dafür wirkst du recht entspannt. Naja, was nutzt einem schon ein grimmiger Gesichtsausdruck? Ist richtig. Was zählt, sind Ergebnisse, nicht Absichten und Einstellungen. Wie sagt der weise Eremit so schön? Na wie? Nichts ist dem Geretteten unwichtiger als der Grund seiner Rettung. Der einzige Unterschied zwischen einem Söldner wie mir und einem heiligen Hüter ist, dass ich mir wenigstens darüber bewusst bin, dass ich das, was ich tue, in erster Linie für einen Menschen tue. Und der bin ich selbst. Aber wäre es nicht gut, auch etwas für einen anderen zu tun? Ihr habt etwas für mich getan. Wie meint ihr das? Naja, diese Helden und selbsterklärten Weltretter sind keinen Deut besser als jeder andere auch. Darauf will ich hinaus. Das stimmt. Am Ende handeln wir alle immer so, wie es unserer Vorstellung von uns selbst entspricht. Ja. In anderen Worten, der Hüter rettet vielleicht die holde Maid vor den Banditen. Aha. Aber am Ende tut er es, weil er sich gerne in einem bestimmten Licht sieht. Er hat eine Idealvorstellung von sich, ein Selbstbild. Und alles, was er tut, tut er, um dieser Vorstellung zu entsprechen. Weißt du, der Witz ist ja, dass gerade die Menschen, die sich höhere Motive auf die Fahnen schreiben, die wirklich gefährlichen sind. Weil sie nicht einmal ansatzweise kapieren, was sie antreibt. Und das macht sie verdammt leicht zu manipulieren. Alles, was der fähige Hassprediger oder Tyrann dann noch tun muss, ist es irgendwie zu schaffen, diese Menschen dazu zu bringen, dass sie seine Ambitionen mit in ihr Selbstbild packen, beziehungsweise als ihre eigenen begreifen. Und zack, fertig ist die perfekte Marionette, die es kaum erwarten kann, sich für ihn in das nächste Schwert oder den nächsten Pfeilhagel zu stürzen. Es ist einfach so idiotisch. Anders kann ich es nicht nennen. Die Welt wäre so viel besser, wenn die Menschen sich einfach mal eingestehen würden, dass es nicht den einen Grund für unser Hiersein gibt. Und dass sie wie jeder andere eben auch nur einer Sache hinterherjagen. Und die ist unser Eigenwohl. Wenn jeder für sich selbst sorgen würde, wäre für alle gesorgt. Das sollten sich die Schnösel in ihren roten Gewändern da oben mal zu Gemüte führen. Ja, ein interessanter Gedanke. Interessanter Gedanke. Hier das Bier, ne? Ich nehme einen Schluck. Auf dein Wohl, Jesper. Auf dein Wohl und... ja, wahre Worte. Wie auch immer. Ich empfehle mich nun erstmal. War ein wirklich nettes Gespräch eben. Aber das Schiff nach Kile läuft morgen noch vor dem ersten Hahnenschrei aus. Und bis dahin will ich das Ganze nochmal überdacht haben. Bleib doch. Dieser Stadt fehlt es an, ich sag's mal, an guten Söldnern. An gut aussehenden Nerimesen hat sie ja kürzlich dazu gewonnen. Vielleicht gleicht das den Verlust aus, wenn ich gehen sollte. Halt die Ohren steif. Ob ich ihn jemals wiedersehe? Na, irgendwann ist dann aber auch mal wieder gut. Ob ich ihn jemals wiedersehe? Naja, dann. Ich würde sagen... wer rülpst hier rum? Ich würde sagen, dann noch einen Schluck des Bieres und dann mache ich mich auf dem Weg zu dieser, ja, Frau. Zu dieser Frau. Und dann mal schauen, ob ich dieses blöde Fieber losbekomme.